Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar leveln wir heute meinen Kul'Tiras-Menschen ein bisschen weiter. Mittlerweile bin ich Stufe 34 und wir machen wieder ein paar Dungeons. Ich habe mir wieder eine schicke 5-Mann-Gruppe aus dem Stream zusammen und ja, wir ziehen auch Nati mit, weil wir ja sozial sind. Die kann zwar nichts, aber... Ich glaube... Die war vorhin böse, deswegen muss ich ein bisschen dagegen halten. So. Guck mal, hier waren wir noch gar nicht drin. Ja, gar nicht. Denkt an euren Trank. Ja, ah, stimmt. Bitte Buff-Food essen. Was für ein Buff-Food? Keine Ahnung. Wenn du ein Feast stellst? Ich weiß gar nicht. Ne, im Low-Level gibt's glaube ich keinen Feast. Du bist immer noch da. Und jetzt? Ich bin außer Reichweite. Ich glaube, so sollte ich. Was soll ich jemanden antworten, der mich fragt, was mit mir los war? Also, wahrscheinlich, was ich habe, warum ich krank bin. Ich glaube, sowas zu sagen wie ich hatte AIDS ist jetzt keine gute Antwort, oder? Sag einfach Durchfall. Durchfall kommt immer gut. So. Ah, es wird geedit. Ah. Du kannst ihm ja die Geschichte erzählen. Wann war das letzte Mal, wo du meintest, du würdest mal gern Menschen, würdest mal ganz gern sehen, wie man Menschen tötet? Ach so, soll ich ihm jetzt erzählen, dass ich jemanden umgebracht habe? Und nee, aber deine Fantasien, das war schon ein bisschen creepy, muss ich sagen. Deswegen, wenn du jemanden loswerden willst, erzähl sowas. Das ist ja, aber ich das hat die echt erzählt, wir waren hier im TS und dann fängt die auf einmal an, sowas zu erzählen. Und ich denke mir so, okay. Hey! Ja, jetzt sag das nicht schlimmer, als es eigentlich war. Ich hab nicht du hast es so gesagt, dass du ganz gerne mehr umbringen du würdest. Du sagst es gerade schlimmer, als es eigentlich war. Dann sag mal, wie es gemeint war. Es war so gemeint, dass es eigentlich gar keine Meinung hatte, weil 50% von den Sachen, die ich täglich sage, sind eh nur Bullshit und solltest du nicht drauf hören. Okay. Das hab selbst ich schon gelernt, also ich weiß ja nicht. Ja, und der kennt mich seit keine Ahnung. Wie dann kennst du mich? Warte, 5 Minuten? 5 Minuten, sowas. Ich bin ein Goldfisch, weiß, mehr kann ich mir eh nicht merken. Und du kennst mich 3 Jahre, Markus, und kannst dir immer noch nicht merken. Das hast du mal gespielt. Darf man dich überhaupt nicht vollnehmen? Doch, manchmal schon. Manchmal kann man mich für vollnehmen. Ja. Abfüllen kann man sie. Apfel, nee. Ich bin krank, ich trinke nicht. Ich bin außer Reichweite. Naja, hätten wir das auch geklärt. Ah, perfekt. Warte mal, ihr habt ja euren Draenor-Beam, ne? Eigentlich könnten wir da ziemlich viel zusammenziehen und sie dann wegbeamen. Weil der haut ziemlich gut rein. Ich ziehe jetzt mal noch ein bisschen was hinter die Ecke. Ich denke mal, das müsste schon irgendwie gut gehen. Also. Wurde das von der Tentakel geschnappt? Die Eindringlinge sind noch am Leben? Ich bin außer Reichweite. Sie dürfen das Ritual nicht stören. Warte mal, ich mach jetzt mal bis hierhin und dann machen wir jetzt mal. Es hat mich! Roste mal auf. Ein Nachwachsen habe ich durchgebracht. Das hat mich jetzt gerettet. Habt ihr das gesehen? Ich habe mich auch geheilt. Echt? Okay. Danke. Danke, dass du mich geheilt hast. Ich bin dir auf ewig tiefsten Dank verbunden. Was bleibt die sich? Danke, wirklich. die weiß halt nicht, was Ironie ist. Das ist das Gute, weißt du? Oh. Weißt du das? Weißt du, was Ironie ist? Nee, ich weiß es nicht. Dein Gesicht. Jetzt heil mich halt. Ich hab mich auf dich verlassen. Ich hab mich auf dich verlassen. Es dürfte mich retzen. Das fängt ja schon wieder gut an.
Wo bist du? Der hier, der Typ da. Der Typ, wenn ich kann, ich euer das Gruppeninterface retzen. Warum soll ich dich retzen? Weiß ich nicht. Sind halt einer von euch halt. Wir haben irgendeinen Tentakel da hinten wahrscheinlich. Super optimal. Soll ich jetzt laufen? Das dauert ewig. Wir können dich gleich holen. Wir müssen nur kurz dahin latschen. Wann kriege ich denn meine CDs hier? 36 in 2 Level. Habt ihr den Tentakel jetzt endlich getötet? Haben wir eigentlich bist du mit dem Tentakel infight? Ich glaube da vorne. Ne, der Mob ist nicht infight, ne? Jetzt. Ja, jetzt ist in Ordnung. Wunderbar. Naja, was soll's. Seid ihr auch noch infight? Ja. Okay, egal. Ich lauf, das geht schneller. Ach, hier am Eingang steht. Hä, wo bin ich denn? Ah. Hier stehen noch lauter Mobs, die irgendwas casten. Moment. Ach, fuck, jetzt hat mich der Tentakel geschnappt. Oh. Warum rennst du eigentlich auch in die falsche Richtung? Ich musste mich gerade orientieren, weil ich mitten im Ding stand. Hier muss ich langlaufen. Ist gar nicht so weit weg. Nee, es geht, aber hier sind lauter Mobs, die noch ihre Casts durchziehen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja gut, dann würde ich sagen, die ziehen wir einfach mit, dann kannst du halt nur nicht raggen, ne? Das ist halt ein bisschen blöd jetzt an der Stelle. Ich brauche nicht raggen. Brauchst du nicht? Okay. Na dann. Easy. Ach. Durstkatze macht auch was her, definitiv. Weiß nicht, wenn wir den könnten wir vielleicht auch auslassen, wenn wir ganz am Rand laufen, ne? Wenn wir hier nochmal reinkommen sollten, müssen wir das mal testen, ob das geht. Ich meine, den haben wir gerade einmal ausgelassen. Also letztes Mal haben wir ihn ausgelassen, ja. Ich bin doch da auch vorbeigekommen, ohne den zu pullen, was tut ihr? Haben wir den nicht mitgezogen, den Gamble? Nein, haben wir nicht. Wir waren ja schon zweimal drin. Am zweiten Mal hat es geklappt ohne Pull und jetzt ist es das dritte Mal quasi. Also jeder, da schlägt das Goldfischgedächtnis wieder zu. Das ist schlimm. Schlimm ist das. Die ganze Zeit von irgendwelchen so Gilden-Member-Suchleuten wieder angeschrieben wird. Ich glaube, ich muss diesen Haken reinmachen, dass ich das automatisch blocke. Ja, die wollen halt den besten Druiden EU-West. Nee, die wollen einfach jeden Ninja einweiten, der nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und ich komme. Damals habe ich das ja noch nachvollziehen können. Damals habe ich das auch gemacht, als es den Zahlungsfluss noch gab, ne? Aber jetzt gibt's halt, macht es halt einfach gar keinen Sinn, jeden random in deine Gilde einzuladen. Das bringt dir halt nichts. Welchen Zahlungsfluss? Es gab damals eine Geschichte, die hieß Zahlungsfluss. Da hast du 5% von dem Gold, was die Leute aus deiner Gilde gelootet haben, automatisch in die Gildenbank gekriegt. Also es wurde den Leuten nicht abgezogen, sondern du hast halt 5% extra Gold gekriegt. Was hast du halt gemacht, wenn du clever warst? Du hast halt auf jedem Server eine Gilde gemacht, 1000 Leute reingepackt und hast dann über das Passivgold dir einen schönen Lebensabend gemacht. Aber das gab's. In Kata haben sie das eingeführt, in MOP ging's glaube ich auch noch und dann haben sie es wieder rausgenommen. Da hab ich einen Haufen Kohle gemacht. Also ich hab da halt auf ein paar Servern Gilden gehabt mit 1000 Mann drin und hab dann halt quasi nebenbei Kohle generiert. Das war eine schöne Sache. Fuchs ist er. Aber jetzt ist das ja auch noch Gildenfluss, aber gecapped, ne? Auf 2.000-3.000 pro Monat, pro Woche. Nee, du hast jetzt nur noch Zahlungsfluss über. Also du hast jetzt quasi über so Abschlusssachen, quasi wenn die Leute zusammen Instanzen machen, wenn die Leute zusammen raiden gehen, weißt du, dann kriegst du noch Gold. Warte mal, jetzt bin ich hier mit dem in der Gilde? Gildenbrowser. Da gibt's ja diese Events, die du quasi machen kannst. Aber ich meine auch ohne so einen Abschluss gibt's auch so einen festen Wert, weiß nicht, 2.000-3.000 oder sowas. Echt? Also ich meine, das haben sie alles rausgenommen. Wenn es das wieder geben würde, dann muss ich jetzt leider euch im Stich lassen und mir auf jedem Server eine Gilde machen und Gold einheimsen. Vielleicht kommt es ja auch darauf an, wie aktiv die Gilde ist. Vielleicht brauchst du da auch irgendein Minimum an Aktivität. Also ich müsste mal gucken, also das, was ich halt noch weiß, sind diese Special Events. Da musst du zusammen halt eine Instanz machen oder, also ich glaube irgendwie 7 Instanzen sind es, die du, für die du Gold kriegen kannst. Dann ein Raid-Boss,
Und dann gibt's auch noch BG und RBG gibt's, glaube ich, auch. Also das sind halt immer feste Werte. Du kriegst halt für einen Dungeon irgendwie 500 Gold in die Bank und für einen Raid dann 1500 oder so. Also ich weiß nicht, wie die Werte genau sind, aber jetzt einfach mal irgendwie sowas angesetzt und für ein RBG gibt's dann halt auch einen Wert und sowas. Heißt, wenn die Leute zusammen was machen, dann kriegst du Gold. Das war aber eng. Das Problem an der Geschichte ist aber, wenn du halt nur so eine Trash-Gilde einfach alles zusammenlädst, dann gehen ja die meisten Leute nicht miteinander raiden oder Instanzen oder irgendwas, ne? Deswegen hast du davon nichts. Außer du motivierst die Leute dann noch, aber dann ist es halt auch ein geringer Betrag, dann lohnt es sich halt nicht so wirklich. Ich muss näher ran. Ihr habt zu kurze Beine, glaube ich, ne? Nein, Attacke. Es tut mir jetzt leid für dich. Wir haben den Tentakelspaß da hinten. Ja, wir genießen das. Ja. Da könnte man jetzt viel rein interpretieren, ne? Wie viel Uhr haben wir? Na, kurz vor 23 Geht Uhr. Geht aber noch. Das Geht aber noch. Schon machen. Bist du so eine Tentakeltusse? Oh, nee. Man sagt nicht Tusse, Markus. Nein, Tusse? Bei mir ist Tusse nicht abwertend gemeint. Bei mir ist Tusse das Synonym für Typ. Also im, ne? Es ist nicht abwertend gemeint. Ich nenne auch jeden weiblichen NPC Tusse und jeden männlichen NPC Typ. Okay. Also, Nati, du bist für mich auch eine Tusse. Das tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss, aber das ist so. Ohne abwertend zu wirken. Abwertend? Das ist sprachlos. Abwertend? Wie bitte? Nichts. Okay, alles gut. Warte, wir queuen am besten gleich wieder, dass wir aus dem Loch rauskommen hier. So. Hey. Ah, schau mal an. Schau, weil ich so nett und höflich zu jedem bin, kommen wir jetzt Verlies. Das habe ich mir verdient. Jawohl. Jawohl, hier. Ich muss näher ran. Müsste eventuell gleich die Quest annehmen. Eventuell. Eventuell, ja, aber du wirst die Quest nicht machen, habe ich gehört. Mhm. Ich glaube, wir wollen nur Hogger umhauen. Nicht wieder diesen Gammelboss da hinten. Aber nimm die Hogger-Quest mal an. Dann machen wir Hogger. Hast du ein Handauflegen oder sowas dann? Nee, schon? Oder gibt es das noch nicht? Okay. Handauflegen ist noch 55. Okay. Hogger ist gepult, wir machen einen Time Run. Betäuben. Ja, ich bin auch weggestunt. Die Kleinen haben wir gleich alle tot. Ich will immer meinen Counter drücken, habe aber keinen, ne? Das ist immer so bitter. Das ist noch nicht bereut. Schau, jetzt haben wir auch wieder Tentakelparty. Lawrence, wie heißt du denn eigentlich, dass ich dich nicht Tentakeltusse nennen muss? Ich heiße Maike. Maike, okay. Passt mal ein bisschen auf. Geht das? Ja gut. Oh, Mann. Du schaffst jetzt doch die scheiß Quest anzunehmen, Mann. Was, du hast jetzt die Quest? Du hast mich jetzt einfach sterben lassen? Ernsthaft? Mann, Alter, guck dich doch mal, Mann. Sag halt wenigstens was. Dann hätte ich so einen komischen Priester verdonnern können, dass er mich heilt. Ah. Hä, was willst du von mir? Schau dir ein eigenes. Oh. Ich glaube, ich verärgere gerade jeden aus meiner Gruppe. Einmal ein Check. Ich hab dir schon ein Schild gegeben. Was kann ich dafür, dass du ein schlechter Tank bist?
Bitte, der Heiler ist weggelaufen und die Quest angenommen. Am Tank. Punkt. Ihr seid mir schon so eine Chaotentruppe. Du hast uns dazu erzogen, Mann. Ist das so? Ja. Ich wüsste nicht, dass ich dich erzogen hätte. Du hast mich dazu erzogen. Ich hab mich von deiner Papa-Milch ernährt, Alter. Okay, das ist creepy. Jetzt wird's richtig creepy. Das ist richtig creepy. Nati, inwiefern habe ich dich erzogen? Kein Kommentar. Kein Kommentar, okay. Und im Internet. Warte mal, müsste ich doch eigentlich... Vertrau dem Tank nicht, deswegen lauf ich hier hinten mit. Ja, weißt du, ich mach das jetzt so. Ach, ich kann nicht mal chargen hier? Winzeln geht auch nicht. Was haben sie hier gemacht? Na komm, Schild weg. Ah! Du kannst keine Abilities drücken, solange du dieses komische Schild drauf hast. Ob du vielleicht nur mit kannst? Naja, jetzt sind wir gerade wieder voll, ne? Ich habe jetzt halt einen Heiler nachgeladen. Immer wenn wir quasi einer weg muss, dann queue ich halt wieder neu rein und dann könnt ihr halt immer euch, ne, euch anmelden, dann könnt ihr gerne mitkommen. Aber solange wir halt 5 Leute sind, sind wir 5 Leute, ne? Außer du willst, dass ich jetzt jemanden rausschmeiß, ne? Das können wir Fahrrad kaufen gehen. Du wirst dir ein Fahrrad kaufen gehen? Als ob, ich kann nicht Fahrrad fahren. Was? What? Na, ist auch schwer. Kannst du ernsthaft nicht Fahrrad fahren? Doch. Hm. Es wird mich jetzt nicht überraschen bei dir. Nein, ich fahre nur nicht gerne Fahrrad. Fährst du immerhin? Muss die Stützräder rausklappen, das Loft oder wie? Ja. Meine Mutter erlaubt mir nie, ohne Stützräder zu fahren und ohne komplette Schützer. Deswegen fahre ich nicht gerne Fahrrad. Hast du dann auch so einen Aufkleber auf der Stirn? Nee, nicht auf der Stirn. Aber? Trag ein T-Shirt, wo drauf steht, Fahranfänger. Aber du hast woanders einen Aufkleber, ne? Ich seh gleich einen Aufkleber. Was, ich hab Full Account gear, ja? Das ist zu weit weg. Ich hab versucht, meinem Stiefvater heute einzureden, dass er mir zu meinem Geburtstag eine Violine schenkt, die 1 Million Euro kostet. Und? Hat's Erfolg gehabt? Er hat gesagt, er schenkt mir einen Sticker von der Violine. Das ist auch schon mal was. Immerhin. Hat nicht jeder so einen Sticker? Ja. In BFA habe ich tatsächlich noch keinen gemacht, nee. So könnte ich mal machen, wenn ich dazu komme. So, jetzt kommt der lustige Boss. Wollen wir wetten, wer in den Wirbel kommt? Ich setze auf Nutty. 100 Nein! Gold. 100 Gold auf Nutty. Kann ich auf mich selber setzen? Nee, das ist unfair. Hör auf mit Wetten, Mann, ich bin spielsüchtig, ein Fuddy, Alter. Wette auf Taylor, da ist die Quote sehr hoch. Bitte, aber was willst du damit sagen? Ja, dass es unwahrscheinlich ist, aber die Quote ist hoch. Ach so, ja stimmt. Wir könnten uns da so ein bisschen absprechen. Also wenn du hier richtig stehst, wirst du eigentlich nicht mitgewirbelt, wenn du ganz in der Wand drin stehst. Da, wo ich stehe. Im Normalfall. Ich würde ihm nicht vertrauen. Also ich auch nicht. Ganz in die Wand rein? Ja, wenn du jetzt reingehst, passiert nichts. Und jetzt musst du weglaufen davon. Bin nicht drin, ne? Na, abwarten, Nati. Wo sind meine 100 Gold? Handel mich an, dann kriegst du... Handel dich auf Erreda an. Naja, auf Erreda habe ich kein Gold. Da sieht schlecht aus. Auf Antonidas kann ich dir geben. Und schau auf Antonidas. Scheiße. Unterschätze meine Charbrandweite nicht.
Char-Bandbreite? So ist die sonderlich groß, die Bandbreite deiner Chars? Oh, der Char von Toni, das ist sogar über 100. Uiuiui, jetzt bin ich aber beeindruckt. Ja, schon krass, ne? Also, nicht da mal ein Schaf über 100 hätte auf Antonidas. Hui, leck mir am Arsch. Das ist ein Server, auf dem ich nicht einmal spielen würde. Nein, weil du da drauf bist. Achso, ich schrecke ich dich ab, Nati? Ja. Okay, ganz schlimm, oder? Ja, ich hab Angst. Echt? Ja, vor dem Drustbär hätte ich auch Angst. Der sieht schon unheimlich aus. Der ist Verläufer. Guck mal, der hier sind Ketten. Und? Ich mag Ketten. Peitschen und Ketten. Bist du so ein SM-Typ oder wie? Wenn du mal wüsstest, ja. Okay. Na gut. Ich zieh die raus. Lauf raus. Warum nicht irgendwie so ein Buch wir müssen, oder so? Müssen die interrupten gleich. Also die einen, die Bubble machen, muss interrupten und dann ist easy. Warte mal, ich könnte mein Dings. Warte mal. Hier. Bam! Yeah! Da siehst du mal, da fliegt er. Respektschelle hat er gekriegt. Absolut. Arsch, ich würde das mal gerne sehen, wie das aussieht, wenn der Kultiris-Mensch das so macht, ob er wirklich eine, zack, eine mitgibt. So, Nati, jetzt, ich will meine 100 Gold wieder reinspielen. Ich glaube, dass du von dem Feuer hier erwischt wirst. Denkst, ich bin Movement-Krüppel? Nein, das denke ich nicht. Das weiß ich. Spaß. Ihr dürft nicht so viel Schaden machen, sonst haben wir gleich. Na, der Boss stirbt halt vorher, bevor er seinen Shit macht, ne? Wie sie nur noch läuft, ne? Hinten. Shit, jetzt kriegst du 200 Gold von mir. Ja, hör auf, Alter, du bist gleich arm, Mann. Jetzt wäre ich richtig arm, ne? Weißt du, wegen solchen überheblichen Sachen kann ich mir das Charmount nicht kaufen. Gut, dann... Ich weiß eigentlich auch nicht, ob ich beleidigt sein soll oder nicht, weil du mich die ganze Zeit... Keine Ahnung. Ich zieh dich bloß auf, alles gut. Das muss so. Das muss so, ja. Wenn du dich ausziehst... Was? Ausziehen? Was, nein? Nein. Schreit er gleich nein. Keine Sorge, ich zieh mich nicht aus. Nochmal fürs Ding, nicht ausziehen. Oh, perfekt. Ich hab hier noch eine Quest. Hast du vergessen vorher? Ja. Guck mal, da hat jemand ausgeändert. Warum? Lass den eben töten. Ja, ich mach, ja, bevor ich runterspringe. Genau das gleiche ist vorhin auch passiert, nur so nebenbei erwähnt. Jetzt aber. Und wer war's? Oh, ja. Hast du gerade geedit, Nati? Nein, das ist nur ein Mob, alles okay. Ja, aber der eine zieht halt alle anderen mit, ne? Du holst deine Homies und dann ist es hey, vorbei. Ich hab den noch. Den haben wir gerade noch oben platt gemacht, das passt. Okay, alles klar, wunderbar. Kompetenz-Crew ist am Start. Wow! Yeah! Skill! Also bin ich. Na, das ist unser Schlachtruf, ey. Skill. Skill. Geht's los, ey. Da geht was. Noob-Gruppe, yeah! Wäre ich mal länger in der Schule geblieben, fuck. Kann ich was Anständiges machen? Also wie viel Gold muss man ausgeben, um ein komplettes Account-Gear zu kaufen? Also ich habe das mal ausgerechnet, was du ausgeben musst alleine für das Upgrade von 110. Alleine für das, ich ignoriere jetzt Nati einfach an der Stelle mal. allein für das Upgrade von 110 auf 120 hat mich das 500.000 und ein paar Zerquetschte gekostet, ne? Wenn nein, jetzt... das kostet deine Niere. Weißt du, warum nehme ich dich überhaupt mit, ja? Okay, ich bin leise. Erzähl. Ja, jetzt hab ich keine Lust mehr. Also, du hast es geschafft, ist mir beleidigt. Mal lieber mal Damage, Madame. Uff. Hey, ich bin sonst... gerade ein bisschen nebenher beschäftigt, tut mir leid. Hand aus der Hose und auf geht's jetzt. Hä, gar nicht? Okay. Weißt du?
Ja, manchmal das weiß muss ich. Man halt seine Pussy streichen. Okay. Das war nicht ganz klar meine Katze. Gut, hätten wir das auch geklärt. Ich hab die jetzt eine Woche lang nicht gesehen, das darf ich. Deine Pussy? Deine Katze. Das ist eigentlich auch nicht mein Fuck. Ja, bitte, ne? Nicht zum Stöhnen anfangen. Mhm. Sonst werden die anderen hier nur abgelenkt. Hey, Markus, hast du einen Controller? Na, ich spiele gerade mit einem Controller. Nee, jetzt im Ernst, ich habe ein Game heute geschenkt gekriegt. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass es viel lustiger zum Spielen ist, wenn man einen Controller hätte, als mit Maus und Tastatur. Was für einen Controller brauchst du denn? Einen, mit dem ich Games am PC spielen kann. Ein Xbox-Controller? Man überhaupt mit einem. Ich kenne mich mit Controller nicht aus, aber kann man mit einem Xbox-Controller? Ja, weil ja, geht. Das geht, ist. Ja. Oh, wow, mein Kopf, Mann. Du, keine Ahnung, ich hab. Dass ich Controller Mann, eigentlich Alter, useless finde. Nicht genug dafür, Mann. Ich muss ja noch was zahlen, das ist bittere. Ich habe jetzt schon 200 Gold verloren. Das macht mich schon arm, ne? Muss ich wieder auf. Muss ich wieder ne, anschaffen gehen in SW. Ja, merkst du selber, ne? Ja, war eine dumme Idee. Mann, Mate, ey, raff dich, Mann. Ich bin außer Reichweite. Nee, aber um es kurz zu machen, ich habe leider keinen Controller. Hast du den gestunt? Zumindest keinen, den du am PC einstecken kannst. Ich würde mal grob schätzen, dass wenn du das alle Items kaufst und von 0 auf Max upgradest, dass du mit einer guten Mille rechnen kannst. Also nicht Mille wie 1000, sondern Mille wie 1 Million Gold. Also da bist du gut beschäftigt mit, wenn du da farmen willst. Ich hatte halt den Vorteil, dass ich noch auf relativ vielen Servern Gold rumflacken hatte, dass ich loswerden wollte. Und dann habe ich mir quasi auf den Servern die Account-Sachen gekauft. Also mit meinen Level 1-Chars nach Ironforge rüber getuckert mit der tiefen Bahn und hab mir dann halt ein paar Sachen gekauft. War ganz entspannt eigentlich. Konnte ich mal wieder ein bisschen was löschen an Chars, ne? Mit das Übersichtliche. Hat dann auch mal was für sich. So. Noch ein Gürtel, das gibt's doch gar nicht. Oh shit. Das oh, war jetzt. Ja, ich brauch keinen Fallschirm, ich bin eine Katze. Jetzt fast Muschi gesagt, aber das ne, würde wieder falsche. Hätte ich bestätigt. Wohl zu wenig. Was? Da schon wieder alles. Ja, komm, das ziehen wir alles ran und kleben's unten weg. Auf geht's. Wenn ich den Raw halt schon hätte, ne, dann wäre das ein bisschen fixer hier unterwegs. Raw. Ja. Mhm. Wäre schon nett. Da ist es halt als Mage auch relativ angenehm, einfacher keine Explosionen reincasten, das war's dann. An sich ist das voll ja, gut, aber Mana-Probleme. Jetzt würde ich es nicht machen. Suboptimal. Die reflekten. Nee, Arcane Explosion reflekten die nicht. Echt? Warum das denn? Auch noch. Reflekten die nicht allen Zauber? Also ich krieg keinen Schaden bei Arcane Explosion, bei den anderen, die krieg ich wieder zurück ins Gesicht. Hm, na gut, vielleicht haben sie es geändert, dass du E-Space dann quasi nicht reflected bekommst. Ey, ich war hier mal als Shadow drin, ne? Alles zugedottet. Ich kannte die hier noch gar nicht, ne? Da war ich recht neu in WoW. Hab dann meinen fetten Bombenangriff gemacht und genau dann haben die Reflected Defense instant down. Ja, das ist halt bitter. Musst du echt gucken. Ich glaube, beim Vergelter dürften ja auch einiges reflekten. Ach ja. Aber 7 Millionen Gold klingt doch jetzt noch nicht arg wenig. Also. Bisschen mehr habe ich zwar noch, aber halt verteilt auf die Servern. Das ist das Problem bei mir. Na gut, komm, stoppen wir mal, nicht, dass wieder einer weggenugt wird. Du meinst du? Ich?
Ah, ich sterb nicht. Also ich will das. Oder ich. Oder du, ja, weil der Heiler einfach wegläuft und mich im Stich lässt. Ich wollte nur mal zeigen, wie abhängig du von mir bist, danke. Ich bin cocky, ne? Na, ich glaube, ich müsste mir einen neuen DD und einen neuen Heiler suchen. Das vielleicht ein bisschen runterlaufen. Wie sie sich angesprochen fühlt, vielleicht meine ich dich ja gar nicht. Vielleicht meine ich den Mage. Sicher. Sicher. Vielleicht meine ich den Mage. Nee, der Mage, der macht viel zu viel Damage, den kann ich nicht loswerden. Ich kann mir ganz selber Shadow Warping geben. Und wir haben doch vorhin die ganze Zeit drüber gesprochen, dass sie das reflekten. Oh, du bist ja schon so eine. Ich hab nicht aufgepasst. Wie in der Schule, hä? Ich war in der Schule und habe nichts gelernt. Trotzdem habe ich ein Affen und ein Pferd. Pferd und ein Affen. Ist genauso schlimm wie Anti, fängt sie zum Singen an. Hey. Machen die Jungs da unten in dem Channel Anti, Reeks und so PvP? Oder sind die auch am Leveln? Weiß ich nicht, ich hab keine Ahnung, musst du so fragen. Ach, ich hab nee. Gar nicht gesehen, dass die auch im TS sind, ich hab's gar nicht so weit offen. Ich sehe nur Tata. Ach, ganz da unten im Arena-Channel. Ja, vielleicht spielen sie auch Arena, das weiß ich jetzt nicht. Das Ziel kann ich nicht angreifen. Ach, bin kein Level up. Schade aber auch. Doch, 38, bin schon Level up. Mich verguckt. Moment, warte mal, hatte ich jetzt nicht irgendein CD? Ah ne, mit 40 kriege ich das, ne? Krieg ich meine Heilung. Da ist noch ein bisschen hin. Ja, die muss sich um ihre zwei Katzen kümmern, weißt du? Oder drei. Oder drei, man weiß es nicht. Mal so, mal so. Zwei. Ja. Alle schön flauschig wahrscheinlich. Boah, Alter, hör mal auf, ey. Okay. Aber ich war ehrlich gesagt so happy, dass die mich jetzt eine Woche lang nicht genervt haben. Das ist deine Katzen so lieb. Ich hab sie lieb, aber ich möchte auch gerne ausschlafen. Das kann ich nachfühlen. Ich hätte auch gerne Katze, ey. Jeden Tag mit dir spielen, ey, fuck. Ich glaube, du redest über eine andere Katze, kann das sein? Du hast mich geschaut. Was? Ich hab dich geschaut? Du hast mich durchschaut. Durchschaut, okay. Du hast mich geschaut, Junge. Ja, wir sind hier ein bisschen im Ghetto, weißt du? Da musst du gucken. Nice, geedet, Mann. Antela, raff dich doch mal, ey. Was? Ich bin ganz am Rand gelaufen, also noch weiter, dann wäre ich unten gewesen. Arsch, hab ihn gepult, Alter. Ich weiß nicht. Ich glaube, das schaue ich mir im Replay an. Ja, mach das. Naja, bin ich zu faul für. Bitte 50 Gold darum, fuck. Weißt du, wenn der Tank was addet, dann ist es nie geaddet, sondern dann ist es gepullt. Das ist der Unterschied. Warum fangt ihr schon wieder eigentlich an, um Gold zu wetten? Weil wir es haben. Heute Abend ja, ist einer war der Priester, okay. Hier der Chat sagt, der Priester war's. Luca, kann ich das gewesen sein, wenn ich später da durchgelaufen bin als ihr alle, die da schon geaddet waren? Willst du etwa sagen, dass hier der Chat lügt? Der Philipp. Willst du sagen, der Philipp lügt? Philipp hört sich eigentlich immer vertrauenswürdig an oder so. Weiß er nicht. Na ja, gut, ich kenne so einen Philipp, ne? Mein Cousin heißt so, naja, da will ich jetzt nicht so viel drauf wetten, aber. Mein Arbeitskollege ist auch Philipp. Da wird was geaddet. Wem läuft der hinterher? Da muss ich aber los, ey.
Das war ein Schurke-Dings, der ist vorhin schon in die Gruppe reingerannt. Okay. Was, wie ich mein Gold mache? Ja, im Moment mache ich eigentlich nicht viel, um Kohle zu machen. Ich habe halt noch relativ... Verkauft den Booty. Was verkaufe ich, mein? Booty. Mein Booty, ja, das immer. Aber da kriege ich halt nicht viel, ne? Also das sind wir ehrlich. Aber ich habe relativ viel Gold noch aus dem alten Addon, ne? Also aus Legion, da konntest du halt relativ viel Kohle machen, aber im Moment... Ein bisschen Gold habe ich gemacht, in ein paar M Plus gesellt habe, aber sonst. Aber jetzt nicht viele, ne? Ich bin außer Reichweite. Sonst habe ich. Hab ich viel Geld gemacht, ja. BFA kannst du halt auch nicht sonderlich viel Kohle machen, da gibt's ja. Gibt's halt nicht viel, was du machen kannst. Außer du bist so ein hässlicher Lacker wie ich, ja. Warum? Hast du viel im Raid oder sowas bekommen, BOE-Items? Ja, nee, nicht im Raid, aber so Open World halt, BOEs. Echt, okay. Hm. Das ganze Geld ist weg. Ist gesleepen. Ja, am Anfang konntest du ja noch BOEs farmen, ne? Da gab es ja auch so Gruppen und alles, aber die sind ja jetzt auch nichts mehr wert. Wie alt die MTS sind? Gute Frage, warte mal. Von Nati weiß ich's, die ist 20. 12. Hätte ich jetzt auch gesagt. So, jetzt muss ich. Du hast gesagt, du heißt Maike und bist 26, ne? Richtig. Boah, ich hab mir das gemerkt. Okay, so ich jetzt. Dann haben wir noch zwei. Wie alt seid ihr beiden denn? Geil. Bei mir das erraten. Gut, Intellekt wie ein 12-Jähriger, hört sich aber ein bisschen rauchig von der Stimme an. Ja, 21. Meinst du mich? Ja. Rauchig von der Stimme, ja? Ja, für einen 12-Jährigen schon. Für einen 12-Jährigen schon. Ja, okay, alles klar. Mein Spaß, ja, komm, wie alt bist du? Wann? 20, ey. Ich hätte gesagt 21, wo war ich ganz nah dran? Okay, also du bist 20 und dann haben wir noch einen im Bunde. Scheiße, ich bin der Älteste scheinbar. 29. Du bist 29, okay. Du bist auch der Vernünftigste anscheinend. Egal wie alt du bist, Markus ist älter. Nee, ich bin nicht älter als er. Doch. Das legst du jetzt einfach mal so fest. Ja. Ja, weil du ein Rentner bist, Mann. Ich bin Rentner, richtig, das ist so. Nee, ich bin 26, also bin ich nicht der Älteste tatsächlich. Sind wir schon fertig? Ja, das geht. Die Innie ist echt richtig gut. Weißt du, was gerade blöd ist? Ist gerade Düsterbruch aufgeploppt, nur dass wir rein können. Nee, du musst nicht Rang 8 sein. Du musst, glaube ich, nur. Du musst, glaube ich, gar nicht lang spielen, die Kampfgilde. Theoretisch, wenn du Rang 6 bist, kommst du in diesen VIP-Bereich rein. Da durchlaufen. Ah, warte mal, hier waren irgendwo diese Seile. Mhm. Ja, ja. Weg da vorne. Hier ist ein Seil. Durch die Seile, durch die Seile. Soll ich mir das angucken? Warte, warte, jetzt wird's interessant. Was ist denn los mit dieser... Wo kommt denn das Movement her? Gerade gefühlt. Düsterbruch kann gar nicht kommen, weil einer 33 noch ist. Okay, Gott sei Dank. Ah, ich, ne? Aber ja. Bei mir ist gerade aufgeploppt, das Ding, dass ich Düsterbruch jetzt kann, theoretisch, so vom Level her. Ab 36 geht's los. Was, das Rätsel lösen ist fehlgeschlagen in Dings? Wie kann das fehlschlagen? In Area 52 ist das vorletzte, was du machen musst. Du, dann wähl doch den, gib dem doch zwei Lexi. Bist du so geizig und wolltest dem Typen die zwei Gold nicht geben? Ernsthaft? Aha. Da kommt der Geiz wieder raus, ne? Gib ihm halt seine zwei Gold, dann ist er zufrieden und dann kannst du die Quest auch fertig machen. Musst du den einen Boss noch töten, dann hat sich das. Markus, ist euer Raid eigentlich weitergekommen? Wir sind bei Blockade im Moment. Ich war am Donnerstag, da habe ich aber nicht gestreamt, weil ich noch Kopfschmerzen hatte, aber da musste ich mitkommen. Haben wir Blockade geprogressed, sind auf 40% gekommen. Ist ganz, ganz gut. Erste Phase Loft und zweite Phase, also einigermaßen. Aber ich darf halt den übelsten Drecksjob machen und alle Flächen soaken. Muss halt blöderweise einen Tank machen und da ich als Druid mehr Life hab als Dele als Worry, darf ich den Drecksjob machen, ja. Weißt du, mit zwei oder drei Tanks? Mit zwei Tanks machen wir das, aber... Dele tankt halt den Boss durch, ne? Und ich darf halt dann
von einer Void in die andere Fläche, darf halt jede Void-Fläche. Das ist halt der übelste Drecksjob, weil du halt nicht damagen kannst, sondern musst dann halt immer hin und her pacen. Aber gut, ich habe halt schon ein Stück mehr Life als er. Und das, dieser Cast, der schallert halt mit 350, 370.000 Schaden rein, ne? Sowas. Dele hat halt 370k und ich habe halt 420k. Also, ist wahrscheinlich tatsächlich sinnvoll, wenn ich das mache. Weil du hast dann als Bär halt doch einen Ticken mehr Life noch. Dann tausch mal die grünen Sachen aus, hast du gerade erzählt. Achso, ja. Stimmt. Aber das, ich glaube, so ein Zeug gibt's nicht mehr. Das war's, hieß das, glaube ich, früher, ja. Sie Quest nicht annehmen, das ist komisch. Gut gemacht, Markus! Was denn? Achso, bin ich. Ja, die wollte ich holen. Die wollte ich holen, dass wir mehr cleaven können. Hm. Ja. Ich habe das präventiv gemacht. Die Nati hat die geaddet und so habe ich sie kontrolliert quasi gepult. Ja, sorry, ne, wenn ich das jetzt so offen sage, aber so ist es halt einfach. Das wissen wir alle. Ja, wir wissen aber auch alle, dass du von uns beiden der Movement-Gruppe bist. Bitte? Von uns Bitte? Beiden? Okay. Ich bin der Movement-Krüppel, okay. Welche Argumente hast du dafür? Wo stützt du deine These drauf? Hab ich oft genug schon spielen sehen. Ach so. Und ich erinnere mich aber auch noch ganz genau daran, dass du zu dumm für ein paar Quests in Nietzschen warst. Ach, das war... Die haben gebuggt. Die haben die eine haben nicht Quest... gebuggt. Natürlich. Die haben nicht einmal gebuggt. Weißt du, ich hab sie eine Quest für mich spielen lassen, ne? Ja, weil du die einfach ums Verreck nicht hingekriegt hast. Jetzt bildet sie sich drauf ein, dass sie jetzt hier... Das war und diese komische... Ist, und was ist mit der einen World Quest, wo du, wie heißt's? Ja. Rausfinden musstest, unter welchem... Das war wie dieses... Da ist ein Coin unter einem Becher und du musst halt den Becher raussuchen. So eine Art, dieses Minigame mit den Fässern da. Ja, was ist mit dem? Hast du auch nicht hingekriegt. Natürlich hab ich das hingekriegt. Erzähl mir doch nichts. Jetzt fängt sie an, irgendwie Lügen zu verbreiten. Und außerdem hatte ich... Was ist daran eine Lüge? Außerdem hatte ich danach ein Add-on, wo Marx drauf gemacht hat. Guck, und dann du war hast das EGG. Dafür runtergeladen. Nee, bei mir liegt es halt daran, dass ich immer mit zwei Accounts gleichzeitig spiele und dass ich immer nur mit einem Auge drauf bin, weißt du? So sieht das aus. Bin multitasking-mäßig halt immer unterwegs. Mal diese Ausreden, ne? Fuck. Ja. Muss schnell mit Ausreden sein, ne? Ja, du darfst das, ne? Weißt du, es ist ja nicht schlimm, dass du es nicht hinkriegst. Achso, sprichst du mir jetzt gut zu? Okay. Finde ich gut, dass du mir gut zusprichst, ne? Dass das für mich okay ist. Was mir über eine altgebundene schnell auf Ehrfurcht durchkommt, macht die Emissaries. Ja, die Emissary-Quests machen. Die War Campaign spielen und die Dings machen, die Weekly Island Dingster Quest. Da kriegst du nämlich auch, glaub, 2,5 Ruf oder so bei denen, also es lohnt sich. Warte, welche jetzt? Die Honorbound. Die kriegst du ziemlich schnell hoch. Du machst täglich deine Darkshore oder Arati World Quest, dann machst du täglich jede World Quest auf dem anderen Kontinent und dann hast du es innerhalb einer Woche auf Erfurt. Und verschwendest einen Haufen Zeit. Und verschwendest einen Haufen Zeit. Kommt drauf an, ob du die Zeit dafür hast. Mach halt nur die Sachen, die effizient sind. Also ich würde jetzt nicht jede Worldquest... Also das kann man natürlich machen, ja. Aber es und ist halt nicht effizient. Und du hast immer einen Vertrag von der jeweiligen Aktion drunter, die du hast. Ich weiß gar nicht, ob es von den Altgebundenen auch... Am Anfang gab es auf jeden Fall keinen Vertrag. Ja, müsste es geben, ja. Siebte Legion gibt es ja auch bei den Allies. Ja, aber die haben sie, glaube ich, erst später eingeführt. Am Anfang konntest du es nicht machen. Es gibt einen Vertrag, vertrau mir. Ja, aber den gab es, glaube ich, nicht von Beginn an. Es gab an sich keine Verträge von Beginn an. Doch, doch. Verträge. Doch schon, ja. Verträge. Wann, ey? Frag mich nicht mit dir, Markus. Weißt du, wenn du dich mit mir anlegst, ne? Dir gleich mit dir anlegen. Ja, auf geht's. Nicht im Internet.
Nicht im Internet, okay. Nicht ans Stream. Wird's dann schmutzig oder was? Ist das dann zu viel für den Stream? Okay. Das ist nicht FSK 18. Ach so. Ah, doch, warte, das ist FSK 18. Ah. Also es ist nichts für. Das ist okay. Die ganzen 14-Jährigen, die auf genug zugucken. Aber die 15-Jährigen, die dürfen dann schon, oder wie? Als Roll. Vor allem die, hallo? Die haben auch mit jemand. Immer her damit. Ach ja, immer wieder gut. Ey, wir ziehen jetzt einmal durch, ne? Also ich zähle den jetzt einmal weiter. Ja, zieh bis okay, zum tschüss. Endboss oder so, keine Ahnung, mach einfach. Bis zum Endboss. Wenn ich einen Raw hätte, ne, dann. Den Steingolem halt da. Riesen, den Hand, ey, auf geht's. Was ist mit deiner Hand? Nimm deine Haxe in der Hand. Los. Auf geht's. Ja, komm, sprinten wir mal ein bisschen. Oh mein Gott, bist du runtergefallen? Nee, ich hab mich gerade erschrocken, weil die Tür einfach aufgegangen ist. Geister? Ich weiß, dass es jetzt einen Vertrag gibt, aber am Anfang gab es nicht für alle einen Vertrag. Ich glaube, siebte Legion und Eidgebunden haben sie bewusst rausgelassen. Weil das sonst der beste Vertrag gewesen wäre. Es spukt nicht, meine Katzen sind so... Hi, na? Das ist zu weit weg. Ich will dir jetzt nichts sagen, ne? Aber irgendwie ist da so ein Heiler über dir im Schaden. Hä, ich bin ja auch erst gerade eben angekommen. Und der, oh, wie ist das denn passiert? Und der Tank ist irgendwie auch über dir im Damage. Irgendwie stimmt das. Gut, dass ich über dir im Damage bin, ist eh klar, aber... Jetzt muss er am Finger ziehen, dass du zumindest den Heiler noch einholst. Patrick, hey, grüß dich. Ah, ich glaube, das wird ein enges Damage Race. Ah. Komm, ich zieh auch nochmal meine Tentakeln, nicht, dass mich noch wer einholt. Jetzt geht's, hast es hingekriegt. Ich wusste gar nicht, dass die Quest scheitern kann, ne? Ach Mann, warum bin ich nicht gesammelt? Hey, Hida, kannst du mir bitte healen? Ich glaube, der muss Damage machen. Jetzt muss ich mich auch noch selber healen, oder was? Ah, man kann nicht alles haben. Ich habe kein Ziel. Ach, fahr doch mal wieder einfach, ey. Ach so, du hattest... Ja gut, aber die Herausforderungskarte ist ja das Letzte, was du brauchst, ne? Um dann gegen den Endboss kämpfen zu können, dann kriegst du eigentlich auch schon einen Mount. Mehr ist es ja unterm Strich nicht. Wollen wir den mitmachen, den Rare? Können wir mal rauspullen. Ich glaube, der bringt auch noch ein bisschen EP. Bestimmt. Oh, ich bin Level up. Level 40. Nee, ich finde diese Questreihe eigentlich schon ganz cool gemacht um Bruce, muss man sagen. Das ist eigentlich ganz nett. Bloß ich, Gimp, hab halt auf dem Hordenchar die komplette Kampfgilde gemacht. Hab die Quest dann nicht angenommen, weil ich es halt extra in einem Video noch aufnehmen wollte. Und dann hab ich festgestellt, dass du die Kampfgilde quasi nochmal spielen darfst. Ne? Deswegen habe ich mit meinem Ali-Char auch nochmal die komplette Kampfgilde durchgespielt. Mit dem war es ein bisschen nerviger, weil der ein bisschen weniger Gear hatte. Weil mit 390 als Tank tust du ja halt schon schwer bei manchen Bossen, da auf die Damage-Werte zu kommen, ne? Also mit meinem 415er Tank, da war das halt kein Problem, da konnte ich alle auch als Tank einfach wegnudeln. Aber mit 10, 15, 20 Item-Level weniger tust du halt da schon schwieriger, ne? Vor allem, wenn du halt irgendein Drecksgear nur anhast. Warte mal, Nati, machst du die ganze DNAE-Zauber auf den Boss? Mhm. Sehr gut, weiter so. Nein! Doch, es gibt da zwei. Das hier ist doch der, oder? Nee, das ist jetzt der Single-Tag, aber eben hast du doch den AE-Zauber auf den Boss gemacht. War dann wahrscheinlich ein Missklick. Okay. Es gibt ja zwei so Strahlen. Einmal das ist eine E und einmal ist es ein Single Target, so ein Channel. So. Halt, warte mal. 49. Ja, eine Inni packen wir auf jeden Fall noch.
komme ich vielleicht nur auf 42, 43. Hier soll es anscheinend so einen EP-Trick geben, ne? Dass du die Haufen hier alle am Leben lässt und dich in die Mitte stellst und einfach immer nur E-Spams und diese kleinen Mobs killst, aber weiß ich nicht, irgendwie die bringen zu wenige EP, dass sich das lohnen würde. Weil da kriegst du ja fast nichts. Ich habe mal ein Video gesehen, wo einer meinte, damit levelt er sein Char von 1 auf, also halt hier von, was ich nicht, von 40 bis 60 mit. Aber weiß ich nicht. Da kriegst du halt viel zu wenig für diese Non-Elite-Mobs, dass ich das rentieren würde. Halt, warte mal, ich muss die nicht looten, oder? Nee, passt. Alles gut. Auf geht's. Sobald wir drüben in einem anderen Raum sind, lass mal gucken, dass wir durchlaufen, ohne dass wir den ganzen Raum adden. Da wäre ich euch sehr verbunden, wenn wir das schaffen würden. Ich hab und nur vergessen gehört. Ja, okay, ihr addet alles. Und das Schwert am besten hier looten, ne? Hm? Das brauchen wir für die Quest. Ich vergesse es jedes Mal. Ja, ich hab schon wieder vergessen, die Quest in den letzten Dungeon abzugeben. Was für ein Level bist du denn? 38? Ja gut, ein bisschen hinter uns bist du, aber jetzt nicht viel. Aber du hast wahrscheinlich auch den Ring nicht, ne? Also ja, die beiden. Den hab ich nicht. Einmal den Angelwettbewerb machen. Mittlerweile geht das relativ easy. Oh nee, danke. Ja, ja, so, du musst ja nicht mal mehr gewinnen. Denn du, das ist schon wieder der, aber das ist schon wieder der E-Spell. Muss mal gucken. Gibt Gedankenexplosion und Gedankenschinden. Schinden brauchst kannst du. Kannst du bitte auf Englisch reden? Nee, ich kann kein Englisch. Ich kann nur Deutsch, weißt du? Kein Ausländisch. Ich kann kein Ausdeutschländisch. Spielst du auf dem englischen Client oder was? Ja. Naja, das eine wird halt was mit Explosion heißen, ne? Und das ist halt dann das E-Ding. Explosion! Was ist denn? Okay. Jetzt hast du den Heiler geweckt. Ja, ich. Ich zieh die raus, geht hinter die Ecke. Ah, geht hinter die Ecke. Jawohl. Ich weiß es auch nicht. Ich halt, ich bin außer Reichweite. Ach ja. Aber ich habe ja schon lange Bugskin, sehe ich gerade. Ups. Aha. Aha. Also, wann habe ich den Bugskin gekriegt? Bin gar nicht mitgekriegt. Oh, schon mal gut. Warte mal, ich war noch mega früh, Alter. Ja, ich ziehe jetzt mal meine ganzen Zauber rein, die ich noch nicht raus. Hier. Ah, Heilung habe ich auch schon. Schau mal an. Nicht schlecht. So, was hier. Nee, okay, die kannst du nicht skippen. Ich würde die jetzt hochziehen, aber die laufen weg und das wollen wir nicht. Boah, wir haben nicht den ganzen Laden geedit. Ich bin ja echt stolz auf uns. Jetzt aber schnell hoch, da kommt die Putt. Lauf, 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 lauf. Die kannst du, glaube ich, auch nicht skippen. Eine Seite musst du machen. Aber den Boss können wir dann ranziehen. Ja, das war, kam für mich auch ein bisschen unerwartet, dass der auf einmal so reinschreit. Vor allem, ich habe es ja ein bisschen lauter gestellt bei mir. Wenn du sagst, du bist stolz auf uns, meinst du dich selber in der Königsplural oder uns? Als Klo-Gruppe. Ja, beides so ein bisschen, muss ich gestehen. Aber auf mich bin ich eh immer stolz, deswegen meine ich mehr euch, deswegen. Ah ja. Ja. Dem her. Oh. Jetzt bin ich nicht mehr stolz auf mich. Ich hab was sachgemäß gepult. Sehr schön. Die haben ganz schön rein hier. Machen wir mal Wall an. So, wenn wir jetzt genau in der Mitte durchlaufen, genau auf dem Strich, das schaffen wir dann. Nicht. Jetzt glaub mal an dich, du schaffst es. Ich rede ja auch nicht von mir, Mann. Bist du dir sicher? Das ist der Move, wenn Gott. Mit auf den Strich laufen? Hm? Ich nicht. Also ich habe genug Gold mittlerweile, ich muss es nicht mehr tun, aber...
Erfahrung habe ich trotzdem. So, genau hier gerade langlaufen. Halt, ich muss nur looten. So, wir machen jetzt eine Seite und ihr müsst dann hinter die Säule mitlaufen. Den adden wir noch. Hinter die Säule. Dass die alle rankommen. Warte mal, warum habe ich denn da keine Aufladung? Ach, kommen die Aufladungen erst später? Ja. Ernsthaft? Moment. Wer macht denn so eine Scheiße? Wizard Entertainment. Ja, wenn du Max-Level bist, dann siehst du das ja nicht, wann du was im Low-Level ist. Ändern die auch ständig. 63 kriegst du es erst, ja bitte. Aber früher hast du es, glaube ich, erst ab 63 kriegst du dann sofort die Aufladungen. Ja, ich habe meinen Druid in Burning Crusade erstellt. Da war, glaube ich, alles anders. Da hattest du nicht meine Heilung. Ah, ist Arsch, glaube ich. Gerade überlegen, was, da hattest du auch keine Active Mitigation oder sowas. Bombrinnen hattest du und ich bin mir gar nicht sicher, ob du Dings schon hattest, Überlebensinstinkt, ob das erst nicht mit Cutter kam. Steht auf, mein Held. Ein feiner Herr, ja. Ich bin außer Reichweite. Schauen wir mal, ob das jetzt nochmal reicht. Na, für ein Level wird es auf jeden Fall. Oh, das kann ich anziehen. Hier, Rücken brauche ich nicht. Noch ein Rücken, na wunderbar. Ich brauche ein Ziel. So. Oh, ich habe sogar noch ein Säckchen. Was jetzt? Ah, die labern halt immer 5 Jahre, bis du dann ein Dings kriegst, ne? Bis du dein Loot kriegst. Jetzt Prox. So, jetzt muss ich aber auch mal verkaufen. Jetzt wird es dann langsam zu viel. Dann ist eh schon die Stunde gleich wieder voll. Dann können wir nochmal eine kurze Pause einlegen. Kann man sich irgendwie diese Dauer des Bankes anzeigen lassen? Weil irgendwie sehe ich die nie. Nee, das kannst du leider nicht. Das Einzige, was du halt machen kannst, ich habe mir so einen Timer einmal eingerichtet, ne? Dann sehe ich auch, wie lange ich jetzt schon bei der Folge dabei bin. Das ist so das Einzige, was du machen kannst. Es ist halt immer blöd, wenn du kurz vorm Instanzabschluss bist und dann einmal noch das Ding ausläuft, ne? Blöd. Bei den Tränken könnte ich von Horde-Seite mir den jetzt auf die Allianz, auf den Allianz-Chair schicken? Das geht. Genau, das geht, ja. Ja, dann mache ich das in der nächsten Pause. Jo, du kannst jetzt eigentlich schon machen. Ich vertick jetzt noch mein Zeug. Ich muss mir die VZ noch holen. Weißt du, welche gut ist im Low-Level? Auf eine Zweihandwaffe. Ich bräuchte ja... Kreuzfahrer war, glaube ich, nicht schlecht, ne? Ich packe immer Elementarkraft auf alles. Auch als Caster, als Melee. Könnte ich natürlich auch mal gucken, ob das was wäre. Ey, komm, ich verkaufe alles. Das Zeug brauchst du eh nicht. Die Tränke hätte ich vielleicht behalten können. Elementar. Ja, ich muss mal gleich mal gucken. Dann schaue ich mal nach Elementarkraft und hau mir das mal drauf. Ich glaube, das hatte ich mit dem Paladin auch drauf, Elementarkraft. Damit, weg, damit, weg, damit. Das Zeug will auch keiner haben. Das ist sogar was wert. So, schauen wir mal. Warte, gibt's irgendwas Neues in der Kampfgilde? So ein neues Mount oder so? Ja, Bruce kannst du dir holen. Muss halt eine Quest machen, eine relativ lange. Hier, naja, sieh mal, Gold, das geht. Weißt du, was der Shadow macht? Der macht Gedankenexplosion und nicht Schinden. Ey, ich bin zum ersten Mal Shadow. Du machst alles richtig. Anti weiß bloß nicht, von was er redet. Ich spiele wirklich zum ersten Mal Shadow. Tut mir leid, dass ich... Nee, du musst halt bei einem Single-Target-Mob musst du Schinden machen und bei, sobald mehrere sind, halt Explosion. Ja, ich hab heute ist, glaube ich, ein Video zu Bruce rausgekommen, das ist richtig.
So, da Loader. Waffen-VZ haben wir auch auf der Waffe, wunderbar. Jetzt, nachdem ich schon auf 42 gelevelt bin. Und ja, das war's dann soweit mit der Episode. Mir hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.